Testgruppe. Also es gibt einige Dinge, die mit Sculpt jetzt passieren. Was Christine kreiert hat, ist fortschrittlicher als alles andere, was jemals gemacht wurde in diesem Bereich. Es ist kein Abnehmprodukt. Deswegen hat es den Namen Sculpt wegen einem Grund. Weil, wenn du verstehst, wie ein richtiges Insulinmanagement funktioniert, wenn dein Körper Insulin richtig verstoffwechselt und effektiv das macht, wie IGF-1, das sind Insulinwachstumsfaktoren, nicht in meinem Abnehmen, aber beim Bodybuilding ist das ziemlich populär. Wieso ist das so? Weil richtiger Insulinstoffwechsel erlaubt nicht nur dem Körper, schlank zu sein, sondern es unterstützt auch beim Muskelwachstum. Also wenn du Sculpt nutzt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass dein Körper die Möglichkeit hat, Fett zu eliminieren, aber gleichzeitig auch Muskeln hinzuzufügen, wenn du aktiv bist. Also was wir machen sollen, erstens, du sollst essen, richtig essen. Da gibt es ein paar Mechanismen, die sehr bald kommen werden, was Dr. Ram kreiert hat, damit ihr die Erklärungen dazu geben hat. Plus, wenn wir DHC-GX haben, dann hast du eine ganze genetische Panel, was fortschrittlicher ist, was jemals auf dem Markt gab, dass er das dir sagt, wie du trainieren sollst, wie du essen sollst, was du bist. Und das ist ein persönliches Buch, mit dem Buch, was wir auch haben, einhergeht. Also du wirst der größte Berater für Gesundheit und Training auf dem Planeten. Du kannst Auszeit nutzen und bewerben, dass du ein Gesundheits- und Langlebigkeitsberater bist, weil du einfach die Epigenetik umdrehen kannst und lösen kannst. Und dann kannst du TikTok und Instagram Berühmtheit werden, weil du bist in der Lage, etwas zu machen, was niemand anderes machen kann. Weil du kannst den Alterungsprozess umkehren und den Leuten sagen, wie man das machen muss, und ein genetisches Panel, das es zeigt. Also wenn du berühmt sein möchtest, ein Berater sein möchtest, dann hast du die Tools. Aber Sculpt ist dazu da, das ist richtig zu formen. Und dann haben wir Crush mit Aminos und Peptiden. Wieso ist das wichtig? Weil wir können nicht genügend davon essen, damit wir das richtige Profil von Aminosäuren haben, meistens vom Fleisch, dass der Körper alles bekommt, was es braucht, um eine gesunde Physis aufzubauen. Also, jetzt bringe ich euch oder gebe ich euch unser Modell für den jungen Tom Selleck. Craven D. Also, wenn ihr Dylan nicht kennt, Dylan ist ein bisschen physische. Unterwegs, er und Duquesne haben Football und Rugby gespielt und er ist ein bisschen ein Mesomorph. Seine Trainings würden euch wirklich umhauen und was er immer macht und seine Ausbildung erlaubt ihn einfach sehr klar darüber zu sprechen, wie Nahrungsergänzungsmittel und Sport einhergehen. Also, das ist wirklich die Menge, die er auch an Schulung gehabt hat, außerhalb der Universität. Aber er hat eine Flasche Crush bekommen von Writer und er konnte damit spielen. Also, Duquesne und ich sind wir ein bisschen wütend, dass wir das nicht bekommen konnten. Aber Dylan, rede ein bisschen darüber. Du hast ein bisschen Erfahrung da gehabt. Du hast Aminosäuren und Pre-Workout-Dinge und so weiter. Rede ein bisschen darüber, was du bisher siehst. Also, ich habe mit Patrick und Duquesne gestern gesprochen und sehr viele BCA-Nahrungsergänzungsmittel sind so Füller und es gibt einfach ein riesiger Löffel, dass das einfach gar nicht richtig funktioniert. Also Crush ist wirklich ein Drittel von einem Teelöffel. Also alles, was da drinnen ist im Produkt, ist perfekt für den Körper. Das sind so viele Aminosäuren. Also es ist ziemlich verrückt. Es hat auch HMB, das hilft mit Proteinsynthese im Körper. Und dann können die Muskeln diese Aminosäuren richtig nutzen. Ich nutze es seit 2,5 Wochen, die dritte Woche, glaube ich jetzt. Ich habe Clayton gesagt, dass ich sehr häufig trainiere und ich spiele Rugby und coache Rugby mit Duquesne. Ich habe nicht viel festgestellt am Anfang, aber letzte Woche habe ich Triple Sets gemacht mit meinem Workout. Nicht nur ein Set,
also mit den unterschiedlichen Übungen, sondern einfach das Dreifache. Also ich kann das machen, weil ich einfach den Unterschied vom Körper merke, weil meine Muskelausdauer, was ich sehe, ist, erhöht sich wirklich. Und der Grund dafür ist, dass die essentiellen Aminosäuren darin einfach die Muskel adressieren, nicht nur Proteine, sondern es sind vereinfachte Aminosäuren für den Körper. Also wenn du 30 Minuten trainierst mit den Nahrungsergänzungsmitteln, dann merkst du einfach in der Ausdauer der Muskeln. Also es ist eine ziemlich unglaubliche Sache mit so einem wenigen, so geringen Anteil der Produkte, dass ich das schon merke. Ein Drittel von einem Teelöffel ist unglaublich. Also Patrick hat gesagt, es ist wie anders ich auch schaue, nur in den letzten 2,5 Wochen. Also diejenigen, die sie in Folgen nicht sehen können, also für Dylan, dass er unterschiedlich anschaut, weil er so viel trainiert, ist wirklich ein großes Lob, weil er kümmert sich wirklich sehr um sich. Also, dass er da eine Änderung hat, dann hat etwas wirklich passieren müssen. Und ich denke, du warst noch nie so begeistert über ein Produkt. Also, du warst richtig hin und weg, oder? Wie Dr. Ram das gemacht hat. Ja, ich kenne das Produkt seit einer Weile. Ich habe noch nicht darüber geredet. Ich war ein Personal Trainer 3 Jahre lang. Und Diätologe und UTX-Sport-Team war ich auch, ich habe das auch geleitet. Also ich habe in den Nahrungsergänzungsmitteln und Diät, damit habe ich mich immer beschäftigt. Ich habe unterschiedliche Produkte ausprobiert. Ich habe sämtliche Produkte ausprobiert oder nachgeforscht. Also ich war so begeistert, dass ich Crush ausprobieren konnte, weil ich habe alles andere ausprobiert. Das hat keine Füllstoffe, Zusatzmittel. Ist nicht nur Aminosäuren, Phytoplankton, HMB und die Dinge, die du brauchst für den Körper. Und deswegen war ich so begeistert, es auszuprobieren. Und ich war der Glückliche, der es ausprobieren durfte. Aber gut, dass ich das gemacht habe, weil ich kann das wirklich jetzt auch bestätigen. Also ich muss es auch noch ausprobieren noch. Aber ich habe meine Flasche wirklich schneller fertig genommen. Ich habe Relief Greens genommen und dann halt alles irgendwie rein. Gimme back my youth und sehr viel gemipst. Ich habe das Gleiche gemacht mit Crush und meine Frau hat gesagt, war ein bisschen müde mit mir, weil sie gesagt hat, das ist etwas, was so stark ist, dass du das sicherstellen möchtest, dass du richtig dosierst, weil ich habe wahrscheinlich viermal so viel genommen, was empfohlen wird von der Dosierung. Und als ich in London war und dass ich zum Flugzeug lief, dann habe ich mich verletzt und das ist deswegen, dass ich zu viel Möglichkeiten habe und einfach nicht in Form. Also wegen dem, was Dylan gesagt hat, mit der korrekten Dosierung, und du brauchst wirklich nicht viel davon, weil wie er das gesagt hat und mit jedem Produkt, Christina nutzt keine Füllstoffe, wie mit Relief Greens. Wieso ist das so, dass du einen Teelöffel Relief Greens brauchst und andere grüne Produkte brauchst du so einen Riesenlöffel oder mehrere Riesenlöffel? Oder mit Zeroin, wieso kannst du ein Zeroin nehmen und allen anderen Nootropika auf dem Markt sagt man, dass du 4 bis 6 am Tag nehmen musst? Also das sind die Teile, die einfach schwer zu erklären sind für Leute, weil Qualität ist anders hier. Also es gibt eine Ebene an Wissenschaft, wo sie funktioniert. Das war vorher in der Menschheit so noch nicht zu sehen. Ich möchte das richtig formulieren, damit es richtig verdolmetscht wird. Was Christine macht, wurde noch nie gemacht oder nicht zur Verfügung gestellt für Menschen bis jetzt. Ja, sie ist einfach ein Genie. Also, wenn jemand fragt, wie ich das mit anderen Dingen vergleiche, die Antwort ist, das kannst du nicht vergleichen, weil es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts, was du vergleichen könntest zu den Dingen, die sie gemacht hat. Schau dir nur mal Ram Rose an. Duquesne, einer der Ziele von Duquesne ist einfach, einen Kaffeeladen und einen Buchladen zu haben. Das ist einer der Dinge auf seiner Bucketlist. Also, damit er das machen kann, dann haben wir gewusst, dass wir Kaffee machen müssen. Was haben wir dann gemacht? Wegen dem, was Christina in der Lage ist zu machen,
ist einer der besten Cafés weltweit. Nicht Top 50, Top 50%, Top 1%. Aber wahrscheinlich, vielleicht gibt es vielleicht fünf, die im Wettbewerb wären, aber sonst sicher nichts. Also sehr wahrscheinlich ist es so, wenn wir das rausbringen, dass wir das beste Café, den besten Kaffee weltweit kreiert haben. Einzigartig, es gibt nichts Vergleichbares. Also, wenn du das verstehst, dann fragen Leute, was macht das aus? Das ist ein Nanobiotechnologin, hat einen Mechanismus kreiert, um die Bohnen zu entgiften und zu schützen. Somit können diese Bohnen so lang in einem Paket bleiben, solange es verschlossen ist, in einem verschlossenen Paket, als unvergleichbar mit anderen Kaffeesorten weltweit. Nutzt das jetzt mit allen anderen, was wir haben? Ja, sie hat ein Patent, das sie altern zu umdrehen kann. Und viele Leute haben mich gefragt, was ist die Patentnummer, weil die nutzen es für Marketing. Super, wisst ihr, Patent für das Umkehren von Altern basiert auf der Trinity, Clean Slate, Zero In und Restore. Okay, was machst du damit? Ah, diese drei Produkte haben Patente, die das Altern umdrehen können. Gibt es eine Produktlinie, die das gemacht hat? Nein. Oh, es gibt ein anderes Patent, das für diese Clean Spirits-Linie das Alkoholverstopfungsgefäße im Leber zu lösen und Fettleber damit loswerden kannst. Oh. Was? Das ist ziemlich cool. Verena fragt, wieso Histidin und Tryptophan nicht im Crush drinnen sind. Ja, weil sie nicht notwendig sind. Folgendes. Ich garantiere euch, also wir sind ja schon eine Weile hier und ich bin sehr glücklich, dass ich mit sehr vielen Leuten in den letzten 45 Jahren arbeiten durfte. Jede Formel, die wir haben, ist von jemandem designt, das klüger ist, den du jetzt als Referenz hernimmst. Und du kannst die Welt bereisen und die Top 20 Leute zusammenstellen. Du kannst die MLM-Industrie nehmen, Mark Hyman oder Peter McCullough und all diese alle Ärzte, die gar nichts wissen. Oh, also ich würde mein Wort dafür, weil ich würde mit denen wirklich gehen. Mark ist cool, mit dem werden wir treffen in den nächsten Wochen. Aber die anderen Ärzte, wisst ihr, dass es eine Werbetafel gibt, hier in Franklin, wo wir leben, das Vanderbilt ist? Ja, unsere PhDs schulen eure MDs, weil die MDs lernen von PhDs. Das ist wahr. MDs sind dazu da, einem Prozess zu folgen. Sehr wenige haben sich weitergebildet, außer halt, damit sie richtig gut werden. Du siehst das, du diagnostizierst das, du verschreibst das. Das ist, was sie machen. Ärzte fangen zu bestehen, wie funktionelle Medizin und Pharmakologie funktioniert, dann rennen sie Leute von Leuten wie Dr. Fadwa. Sie ist hier, sie kann die Hand heben und sagen, dass ich nicht lüge, weil sie ist ein PharmD ist. Wenn es um Rezepte geht oder Pharmakologie und Pharmakogenetik zu verstehen ist, wie unterschiedliche Medikamente genetisch dich beeinflussen und wenn du nicht das eine oder andere nutzen solltest und die Kombination von unterschiedlichen Medikamenten mit dir machen können, sie ist einer der wenigen Leute, die das versteht. Padma, bist du denn hier? Kannst du deine Hand heben? Weil ich weiß, dass du hier kommentierst, aber ich kann dich nicht sehen. Also ich schaue jetzt nicht so gut aus. Du schaust fantastisch aus. Sagst du, du schaust so gut aus, dass ich dich hier pinnen werde, damit jeder dich sehen kann. Also, reden wir mal darüber ganz kurz. Du bist ein PharmD, also du hast ein PhD in Pharmakologie. Es ist ein PharmD, es ist ein MD, aber ein MD. Aber ich lerne Biochemie selbstständig. Also du musst Ärzte unterrichten
darüber, was mit den Medikamenten passiert, die Sie dem Patienten verschreiben. Ja, absolut. Also, es ist sehr oft, kennen die Leute nicht die Auswirkungen von den Dingen, die sie Leuten verschreiben? Ja, das stimmt. Ja, mach nur weiter. Ja, meine Ärzte würden mir mit 15, 20 Medikamente nehmen, weil sie immer wieder unterschiedliche Medikamente den Leuten verschreiben. Und sehr viele Patienten sind wirklich nicht gut drauf. Und was soll ich machen? Ja, nicht so viele Medikamente verschreiben. Also ich kann meistens 80% von den Medikamenten dann streichen. Also du hörst von Leuten, dass sie sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt gesünder, weil jemand gesagt hat, dass ich die Medikamente absetzen soll. Ja, also nur diese Kleinigkeit zu machen, naja. Du hast die Möglichkeit gehabt, mit Christina ein paar Mal zu reden, mit deiner Zusammenarbeit jetzt mit uns. Und du hast an einer der größten Krankenhäusern, Forschungskrankenhäusern des gesamten Landes gearbeitet, ja. Und du warst einer der wichtigsten Leute dort als PharmD. Also du bist jetzt keine durchschnittliche Person, die in Amerika etwas hinredet, sondern ein Elite. Ich sage das jetzt, so wirst du es sicherlich sagen, weil Frauen sind sehr gut in nicht anzugeben. Ich bin gut in fantastischen Frauen anzugeben. Deswegen ist es so eine Ehre, dass du mit uns zusammenarbeitest. Aber was du gemacht hast, passt genau dazu, was Christina kreiert hat. Und wenn du kannst, rede ein bisschen darüber, über deine Perspektive und was du bisher gelernt und gesehen hast, wie das zu den Resultaten passt und dass man eine Alternative, Weg nimmt zu diesen Medikamenten und hast du einen Unterschied gesehen? Also wo soll ich jetzt anfangen? Also in medizinischen Universitäten werden euch drei Bereiche von Medikamenten einfach nur beigebracht. Also alles, was da beigebracht wird, wird das Wissen über Rezeptoren und was ich über Root gelernt habe, dass das zelluläre Signale sind und dass es einfach reingeht in die Zellen und es bekommt, was es braucht. Weil wenn das System nicht weiß, wie es zu tun zu tun. Also wenn es den Zellen gibt, was sie brauchen, dann kann das System kommunizieren und so arbeiten wir so. Und ich möchte den Patienten sagen, immer, dass es so wie eine Symphonie, ein Orchester sein soll in deinem Körper. Und das macht der Root Brands. Wenn ich Sculpt angeschaut habe, konnte ich nicht glauben, was die sechs unterschiedlichen Mechanismen, die sie da reingesteckt hat, was Big Pharma, ja, GOP waren und die unterschiedlichen Mechanismen, NSAID, GLP und so weiter. Sie hat sechs Systeme dahergenommen, ein Produkt, aber sie singen gemeinsam. Also das ist nicht nur ein GLT-1, das alleine arbeitet und GLT-2 sagt, was machst du denn? Das kann ich gar nicht mitmachen mit denen. Aber sie hat das so formuliert, dass sie zusammenarbeiten, dass sie richtig kommunizieren können, wie es sein sollte. Das ist das erste Mal in 4 Jahren war ich in der Lage, dass ich mit Insulinresistenz im Sculpt. Also jetzt habe ich mein Sculpt und das ist echt unglaublich. Jedes Mal nehme ich nur ein bisschen davon, damit die nächste Flasche kommt. Es kommt bald. Also rede ein bisschen mal darüber. Also du bist Ärztin, aber nicht nur, dass du gesehen hast. Und wir müssen eigentlich einen Podcast machen, damit wir da noch besser ansprechen, weil sie hat die Möglichkeit, Dinge zu sehen, die andere Leute nicht sehen und andere Dinge machen, die andere nicht machen können. Dass sie das so ein mobiler macht und die sechs Komponenten zusammenarbeiten, das kann niemand anders machen. Aber du hast das selber gesehen. Genau, und was hast du denn gesehen? Weil du schaust fantastisch aus, deine Haut strahlt. Also rede ein bisschen darüber, was du persönlich siehst, weil du nimmst ja Sculpt für dich, ja, wie ich das gesagt habe, deine Zeit zu trainieren.
Ich sitze sehr viel und lerne sehr viel und mache Auszeit. Also ich habe ein Vorher-Nachher-Bild gemacht und am 31. Januar, da habe ich angefangen. Und ich habe es meinem Mann gezeigt und gesagt, ich habe nicht viel Gewicht verloren, circa 5 Pfund oder so. Aber man kann sehen, dass meine Taille und weniger gewordene Zellulite verschwindet bei meinen Beinen. Aber die kommen zurück, also ich muss weiter Sport nehmen. Also ganz ehrlich, in 4 Jahren war ich nicht in der Lage, mit Insulinresistenz was zu machen. Ich bin Keto-Frau und nach Menopause hat nicht Keto nicht mehr funktioniert. Ich habe das wirklich weniger Training gemacht und deswegen mache ich sehr viel Spazieren und wenn ich mich Lebensmittel anschaue, nehme ich zu, also typisch, klassisch 50-jährige Frau, dass sie das durchmachen muss. Und wenn man Clean Slate nehme, okay, dann haben wir Clean Slate jedes Mal, wenn ich esse. Aber Sculpt war wirklich ein Game Changer. Kann mich erinnern, dass ich da geschrieben habe, ich möchte einen Artikel darüber schreiben, weil ich weiß genau, dass sie 6 unterschiedliche Big Pharma-Medikamente zum Beispiel genommen hat, in einer Kapsel genommen, haben dann ein Nahrungsergänzungsmittel, das ist nicht synthetisch, das ist Lebensmittel, pflanzenbasiert und das ist, was unsere Körper brauchen. Der Körper will Lebensmittel, will Nährstoffe und also es hat mich wirklich umgehaut. Von dem her ist es ein fantastisches Produkt. Kannst du das ein bisschen mal ansprechen, weil sehr viele haben Fragen gehabt. Kannst du diese 6 Bereiche ansprechen, nur ganz oberflächlich? Also sie hat GLP-1 Weg, das ist wirklich sehr wichtig, das funktioniert im Gehirn. SGLT2, SGLT1 und 2. Sie hat 2, das ist in den Nieren. Das hilft mit der Absorption von Glucose. Dann Entgiftung von Leber. Wir wissen, Leber ist ein Bereich, das Zucker speichert, lagert. Also Metformin ist das circa, wenn man ein Medikament damit vergleichen möchte. Und was ist das noch, was sie gemacht hat? Ah ja, dass sie Fett aufspaltet, der Liposis. Also ich habe noch das nicht genau angeschaut, aber mit der Ingwer-Komponente haben wir Thermogenetik, glaube ich. Und wieso ist das wichtig? Weil sehr viele von uns ist weißes Fett, also das bedeutet, dass es viele Mitochondrien drin sind, was das hilft, dass es verbrennt wird in Mitochondrien und dass wir nennen das Browning, also das möchtest du, dass ich denke, Ingwer hilft dabei, damit wir das Fett richtig verbrennen können, damit das ist die thermogenetische Komponente. Das sind 5 Systeme hier schon. Und mal kurz dazwischen haken, da möchte ich eine Frage stellen, das wird mein Punkt sein mit also, da gibt es ja viele Gespräche darüber, Gary Brecker und andere reden darüber, wie man weißes Fett in braunes Fett umwandeln kann, wegen der Zunahme an Mitochondrien. Also in Fett, was du jetzt verstehst, Fett ist Fett. Fett hat Mitochondrien, aber wenn du NAD nicht erhöhst in den Mitochondrien. Also würdest du es von einer pharmakologischen Perspektive erwarten, dass die Erhöhung von systemischen NAD zu der Konversion von weißem Fett hin zu braunem Fett führt? Also wenn du dir das anschaust, wenn du Clean Slate nimmst, was wir wissen, dass die Leberentgiftung unterstützt systemisch. Und ich würde sagen, habe ich auch bei South by Southwest angesprochen, der Bedeutung von bioverfügbarem Silikat als Triggermechanismus, Ortho-Silikat oder wenn man fragen möchte, wieso Silikatdioxid auf dem Etikett ist bei Clean Slate, weil so müssen wir das erklären auf dem Etikett. Aber du hast Kieselsäure auf Clean Slate, dann hast du Mechanismen in Sculpt und Crush sprechen wir noch später an. Aber wenn du Immune Defense Shield noch nimmst, für
das, was es macht, damit die größere Produktion von Nicotinamid, Anandamid, also NAD, erlaubt. Nimmst du Immune Defense Shield? Ja. Siehst du diese Veränderung von, dass du endogenes NAD boosten kannst und gleichzeitig diese unterschiedlichen 5-6 Punkte adressieren kannst und Entgiftungswege auch noch unterstützt und siehst, dass alles unglaublich funktioniert. 100%. Und ich würde auch noch Clean Spirits hinzufügen, weil wir haben die Frage, dass so eine gefragt wurde, ob man Scope nutzt beim Abnehmen. Da habe ich darüber mit Tiger gesprochen. Ich sagte, ja, sie können Scope nutzen. Aber wahrscheinlich müssen Sie noch Clean Spirits dazu nehmen, weil Sie ein Abhängigkeitsproblem haben. Also Glutathion wird dann unterstützt. Das ist mehr, noch besser für die Mitochondrien. Und NAD ist wirklich, jede Person sollte NAD nehmen. Das ist wirklich sehr wichtig für die Zellen. Es hilft sehr gut mit mentaler Gesundheit. Es hilft, die Neuro Schwellungen zu senken, nicht nur Mitochondrienunterstützung beim Abnehmen hilft, sondern es hilft auch nachhaltig. Es hilft beim Alterung einfach, dass man gesund mehr Mitochondrien aufbaut. Also NAD ist wirklich sehr, sehr wichtig. Nicht nur wegen Energie, sondern wirklich für die zelluläre Signalisierung und für die Energien der Zellen. Also du könntest sagen, dass vielleicht ein bisschen ein intelligentes Design dahinter steckt, hinter dem, was sie gemacht hat. Aber noch ein Punkt dazu, weil Dylan hat Crush angesprochen, du konntest damit noch nicht herumspielen. Aber wenn wir uns die Bevölkerung anschauen, wie man unterschiedliche Operationen gemacht hat oder für Abnehmen oder Colitis haben oder andere Darmkrebsprobleme haben, die Möglichkeit im Körper mit spezifischen Amino- und Peptidprofil zu versorgen, das erlaubt die richtige Proteinsynthese, wenn du nicht so viel essen kannst. Oder wenn wir uns die Vorteile anschauen von weniger Kalorik, der Wert, dass man diese wichtigen Mechanismen bieten kann, um dem Körper alles zu geben, was es braucht, um Kalorien zu reduzieren. Also das ist jetzt mein Punkt, aber ich wollte jetzt noch alles sagen. Gibt es einen Unterschied zwischen Nährstoff und Kalorieneinnahme? Brauchst du Kalorien, um alles zu bekommen, was du brauchst, wenn es strategisch formuliert ist? Nein, ich glaube nicht. Eigentlich ist NAD so gut für Autophagie, wenn du fastest, dass mit Serotonin-Level erhöht und hast du das gefragt? Das ist ja, dann mach nur weiter. Was ist Autophagie? Autophagie ist ein Prozess, dass, wenn du fastest, ist ein System, was startet und es hilft, noch ein Protein zu erhöhen. Da haben wir 7 davon. Und wenn man Autophagie-Mangel hat, also ein Art, die den Mangel haben, sind autistisch. Sie können NAD nicht richtig effektiv nutzen und dass sie einfach genügend Energie haben und Entgiftung und die Mitochondrien. Und das ist Autophagie. Es hilft, dieses Protein, eine selektive Art von Protein zu erhöhen und die werden für DNA-Reparatur genutzt, mehr Mitochondrien herzustellen, mit den unterschiedlichen Bereichen so wichtig ist, deswegen ist NAD so wichtig. Also NAD machst, also das ist sehr wichtig für den Körper. Autophagie ist der Prozess dahinter. Also du hast eine meiner Lieblingsthemen mit dem Spektrum angesprochen. Also autistische Kinder oder Leute im Spektrum haben Autophagie-Mangel. Andere würden sagen, dass sie MTFA-Problem haben. Beide Probleme sind mit Quecksilbervergiftung verbunden. Wenn Quecksilber schaltet den Stoffwechsel aus, es wird den Gene stopfen, stoppen oder ein epigenetisches
Reaktion, dass dieses Genom nicht mehr aktiv ist. Also du hast keine Möglichkeit zu verstoffwechseln, weil wenn du geboren wurdest oder wenn du nicht mit der, also verstoffwechseln könntest, dann würdest du nicht auf die Welt, würdest du nicht auf die Welt kommen, sozusagen. Also wenn man sich den richtigen NAD-Stoffwechsel anschaut, MTFR anschauen, wenn du vergiftet bist wie autistische Kinder und alle anderen, damit man das adressiert und richtige Autophagie hat und richtigen Stoffwechsel, dann muss man die Toxizität adressieren und den Rest des Körpers kümmern, um zu ernähren, damit der Körper richtig funktionieren kann. Und zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, niemand hat das vorher gemacht, wie wir es machen. Korrekt? Ja, genau. Also alles ist wirklich so, Ashwagandha sagt, das ist gut oder diese Pflanze ist gut für dich, aber unser Körper funktioniert nicht in Silos. Also wenn wir ja zurückgehen mit diesen Rezeptoren, also Nahrungsergänzungsmittel sind nicht anders wie Big Pharma, wenn wir die Mechanismen anschauen. Aber dass man an der zellulären Signalisierungsebene kommt, das muss der Körper machen, dass wir kommunizieren und reden. Es möchte eine Symphonie, dieses Orchester haben, spielen hören, das genau weiß, wohin es geht und damit es repariert, wenn du die Nährstoffe gibst, die es braucht. Und das ist ein Fundament mit Glycylate und Restore, wenn du anfängst zu bereinigen. Was habe ich mit den Detox Girls gemacht? Wenn dir die Metalle, Pestizide und die Parasiten und Pilze beseitigen, dann sind die Zellen frei, die Spurenelemente sind dort drin und wunderschöne Vitamin C als Katalysator. Dann können sie sich wieder aufladen und dann haben sie epigenetische Veränderungen. Und es passiert, was es passiert, was passieren sollte in ihrem Körper, damit es richtig funktioniert. Mir hast mir gerade eine Idee gegeben, das möchte ich jetzt aufgreifen. Du hast gesagt, dass man Mathematik versteht und dann geht es ja in Quantenphysik, weil das sind wir und wir sind nicht binär, wir sind Quantum. Also, du hast den Aspekt angesprochen, dass der Körper so funktioniert wie ein schönes Orchester. Wie Dr. Stefan Rau das gesprochen hat, vor 4 Jahren, als wir die erste rausnehmen. Aber jeder lernt sehr viel von dir. Also du hast vom Orchester gesprochen und ich denke, das kannst du immer noch auf YouTube finden, was wir mit der Herzfrequenzvariabilität gesehen haben. Dass der Körper, die Aura, die Chakren, die Meridiane, die mentale Kapazität, die Stresslevel, autonomes Nervensystem, wenn du Clean Slate, Zero In und Restore nutzt, die erste Dosis verändert sich in 20 bis 45 Minuten. Aber was du angesprochen hast, was die meisten verstehen, die viele denken über den Körper, die Gesundheitsexperten machen das, was du gesagt hast. Wenn man sich dieses Orchester anschaust und wenn du ein Tuba entfernt oder den Geigenspieler wegnimmt und oh mein Gott, die größte Violinistin haben wir und wir gehen wie eine neue, das wird das ganze Orchester verändern. Das ist es nicht. So funktioniert das nicht. Du musst es von einer Makroebene verstehen, dass du wirklich einen Meister, Maestro brauchst, das ganze Orchester leiten kann. Und wenn du ein Tools hast und verstehst und identifizieren kannst im Orchester, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, die ein bisschen extra Liebe brauchen. Oder wenn du ein bisschen was veränderst in einem Bereich und wenn du zu viel Bass hast oder wenn du mit mir im Auto warst, wisst ihr, dass ich Bass mag. Aber ich mag auch Trouble, weil das ist, ja gut, das ist eines meiner Störungen. Nein, es ist eine Art, wie man Ordnung findet bei mir. Aber wenn du einen Bereich anpasst, mit dieser Veränderung alles andere zum Anpassen bringen. Und das Wichtige daran ist, dass die Mathematik von Pharmakologie, dass es nicht alles physisch ist, es sind Frequenzen. Intention, Liebe, andere Komponenten, die pharmakologisch
nicht genutzt werden. Also kannst du darüber ein bisschen sprechen, weil wenn Leute Pharmaprodukte anschauen, dann denken sie, das ist nur eine Substanz und die Substanz hat den Einfluss sehr, sehr viel mehr als nur physische Komponente, weil wenn sie designt werden, dann nutzen sie Quantenphysik und Frequenzen bei einigen Pharmaprodukten, weswegen einige sagen, Viagra zum Beispiel von Pfizer oder wenn du Sildenafil bekommst, dass eine synthetisch ist. Sie denken, dass sie beide Sildenafil haben, aber sie sind unterschiedlich wegen dem Mechanismus, wie sie designt sind. Stimmt das? Also, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich habe Patienten in den letzten 20 Jahren, die sich beschwert haben, dass sie den Unterschied zwischen einer Marke und der Generika sehen. Oh nein, das sind die Füllstoffe, unterschiedliche aktive Inhaltsstoffe. Also, da stimme ich, gebe ich dir recht. Ich denke, da gibt es einen Unterschied. Ich bin sehr grün hinter den Ohren, wenn es um Frequenzen und Quantum geht. Dann habe ich jetzt gerade erst angefangen damit. Ich werde nie vergessen, dass ich dich in einem Video gesehen habe über Silikat, hast du gesprochen. Da gibt es Hardware-Computer und das sind wir. Und beide brauchen Silikat. Und jetzt realisiere ich, dass die Verschädigungsmatrix viel klarer und ja, es gibt Intention, was sie im Labor machen oder Big Pharma. Und jetzt lerne ich von den Intentionen, von der Frequenzen, was Dr. Ram macht. Also, ja, Patienten haben das auch gefühlt, also ich gebe dir recht. Und für uns ist es natürlich auch interessant und wichtig, das zu verstehen. Wir haben das nicht verstanden. Wir haben gesagt, nein, die therapeutische Konzentration zwischen den zwei, der Marke, Generika, da kannst du keinen Unterschied fühlen. Aber ich sage dir jetzt, ich fühle einen Unterschied, keine Nebenwirkungen, habe komische Träume, ich fühle mich nicht gut. Aber sie können nicht die Markenmedikament bekommen, weil ihre Versicherung das nicht zahlt. Deswegen konnten sie nur Generika nehmen, zum Beispiel. Es ist interessant, oder? Dass wir langsam wissenschaftliche Bereiche verstehen, die wir vorher nicht wussten, weil eine Person, die von dieser Industrie kommt und tief versteht und bei Southwest, weil hat sie so viel gesagt, Klonen ist real, Bioprinting, schwarze Löcher, alles real und sie hat einfach nur raus und hat alles angesprochen. All diese Dinge, so funktionieren sie und ich war in Harvard, habe das Mars-Projekt übergangen und sie hat das wirklich nur gemacht. Oh mein Gott. Und sie hat alles dahin geworfen in das Publikum und das ganze Publikum hat gesagt, oh mein Gott, was passiert hier? Aber du hast die Möglichkeit gehabt, mit ihr zu arbeiten, also auch mit deiner Expertise, weil du so einen fantastischen Job machst und wir spielen mit Tools, wo wir wirklich keinen Zugriff gehabt haben. Mit einem Verständnis, was wir vorher nicht hatten. Und wir haben nur gerade erst angefangen. Ja, genau. Es ist ziemlich phänomenal. Ja, ist ziemlich surreal. Manchmal denke ich mir, ich weiß gar nicht, wie ich hierher gekommen bin. Weil meine Reise in der holistischen Medizin hat 20, 40 Jahre begonnen, als ich 5 Jahre schon meine Karriere gestartet habe. Und Herzkrankheiten vor 25 Jahren war eine große Sache. Also wir müssen das machen, hier und so. Und ich habe mich wirklich da reingekniet. Aber in 5 Jahren hat sich eigentlich nicht viel geändert. Beta-Blocker und Aspirin und das fehlt noch dazu und das und alles, was deinem Herzen helfen sollte. Aber nichts hilft mit deinem Herzen, wenn wir das gesehen haben. Dann bin ich zu funktioneller Medizin über Diät gelernt. Die Pyramide und dann Nahrungsergänzungsmittel, weil als das hat, war wirklich logisch für mich. Also 500 Milligramm von diesem Inhaltsstoff oder Zink, von dem, das konnte ich verstehen, was das bedeutet und damit zum Arbeiten. Aber auch wenn man sich die Studien anschaut mit Phytonährstoffen, Flavonoiden, Omega-3 und so weiter, alle sind hypothetische Studien. Die wissen, dass es eine Verbindung gibt zur Gesundheit, aber sie können nicht sagen, wie viel oder die Qualität. Auch bei Omega-3 ist sind sehr viel bei den meisten verschiedenen Omega-3-Produkten mehr Alkohol als Fischöl drin.
Aber als Dr. Tilden hat das wirklich insgesamt so eine ganz andere Ebene gehört. Das ist bei Restore und Relief Greens. Also ich musste nicht, keine Ahnung, Fischöl geben, weil das ist noch immer, kann man debattieren, wegen der Qualität, wie viel du nimmst und wie funktioniert das. Und dann NRF2-Aktivierung, das ist ein anderes Unternehmen. Und dann bin ich zu Root Brands gekommen und habe gesehen, dass irgendwie alles für mich zusammenpasst. Und das suchst du schon seit 20 Jahren, habe ich mir gedacht. Und das hat für mich einfach Sinn gemacht. Also reden wir mal kurz über Pharmakogenetics. Du hast gesagt, dass es Forschungen gibt und Forscher gibt, die sagen, ja, wenn du Berberin oder Ashwagandha oder Vitamin C nimmst oder Zink und Vitamin D und die Dinge, oder es hat gesagt, nimm so viel von dem, weil Forscher zeigen, dass du 5000 Milligramm von Vitamin D oder 250 Milligramm von Berberin nehmen, weil das sie haben das mal getestet. Aber wenn man Pharmakogenetik versteht, weil Natur zeigt uns, gibt uns diese Dinge, aber wenn man die Inhaltsstoffe richtig zusammenführt, 10 Milligramm mit dem und mit dem anderen Inhaltsstoff, kann das den Körper zu verstoffwechseln und dann werden 100 Milligramm davon. Also das nicht nur hinzufügen, wenn wir die Mathematik jetzt anschauen, es ist, weil wir Quantum sind und weil wir dieses fantastische System sind, das ist noch immer nicht begreifbar ist, weil wir noch immer energetisch, Frequenz und Stoffwechselbasis arbeiten, dass es nicht 1 plus 1 ist gleich 2, sondern nimm Vitamin D und Vitamin C und dann Fischöl, weil es gibt ein anderes Komponent, andere Komponente, weil du eine Marke nimmst von einer Sache und die andere Marke von einer anderen Sache, weil du online gelesen hast oder Marketing gehört hast von einem Unternehmen und kauf das, weil das super ist oder das. Und du denkst, wenn du beide nimmst, dann werden sie fantastisch sein. Nein, erstens weiß ich, was da drin ist. Zweitens, wie sie interagieren. Also Pharmakogenetics. Und mit Pharmakogenetik, wie wir das vorher gehört haben, die unterschiedlichen Medikamente, die verschrieben werden, reagieren anders. Unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel von anderen Firmen vor allem können Interaktionen verursachen. Oder wenn du auf die andere Seite gehst, dann Bio-Wissenschaftlerin hast und dass ich diese Dinge mache und die sind linear und unterschiedliche Produkte sind synergetisch kombiniert, dass sie gegenseitig verbessern, nicht nur alleine, aber wenn du anfängst, Produkte zu stapeln mit Clean Slate Restore, mit Zeroin, mit Crush und Immune Defense Shield und Sculpt, dann hast du etwas, was buchstäblich dein gesamtes System restrukturieren wird. Und das ist der große Unterschied. Genau. Und ich lerne noch immer selber, dass ich das besser erklären kann. Weil wenn ich mit anderen Ärzten rede, du machst dich oft lustig darüber, über Silikatdioxid und Zeolit und Vitamin C. Das ist alles, was es sagt. Nein, du verstehst nicht, wie es gemacht wurde. Und das ist, da was The Root Brands gemacht hat, hat, also da man muss wieder vergessen und dann neu lernen. Also alles muss neu gelernt werden. Und nicht nur das, was du da auf dem Etikett siehst, wie es gemacht wurde, die Intention dahinter. Und dann musst du das verstehen, wie das zusammengepasst. Also das ist, wie ich das lerne. Du musst das zusammenbringen mit dem, wie der Körper kommunizieren möchte. Du kannst nicht den Schwermetalle, wenn du da hast und dann, dass es am Ende wirklich besser reagiert, der Körper besser reagiert, kannst du nicht erwarten. Glutathion nach Post-Covid wird jetzt gehen, bioverfügbarstes Bio-Glutathion, möchte man suchen. Ich habe das damals gewusst, es war noch vor den Root Brands, also ich habe Glutathion gesucht, das längste, was du genommen nehmen kannst, in 3 Monate, weil wenn man länger das nimmt, das wird dein Verdauung,
dann durcheinander bringen, dass es eben sagt, ich brauche nicht mehr, ich höre mal auf und ich muss gar nicht mehr das Verdauungssystem anspringen lassen. Also ich muss dann wirklich den Patienten immer wieder, also das ist wirklich, war nicht klug. Also reden wir ein bisschen darüber, weil so viele pitchen jetzt Glutathion in unterschiedlichen Aspekten. Glutathion, sagen sie, dass es ein Hormon ist eigentlich. Wie, ganz ähnlich wie Testosteron oder Östrogen. Sie sind natürlich endogen produziert. Also ist es nicht wahr, dass wenn du dem Körper Östrogen gibst oder Testosteron oder dem Körper Glutathion gibst, dass du dein Endokrinsystem überschreiben wirst und wenn du es wird denken, dass es nicht mehr selber produzieren muss. Und dann wirst du das Orchester einfach durcheinander bringen, weil zu viele Tubas sind da. 100%. Vor allem, wenn wir Glutathion ansprechen, also wenn wir das weiternehmen, dieses wunderschöne formulierte Glutathion und so weiter. Und du überrennst mit Körper damit und das wird diese Veränderungen durchführen im Körper. Und da wird es mit Glutaminprozess zerstören. Da wirst du trockene Augen, Mund haben, Migräne. Und dann hast du deinen Darm durcheinander gemacht und da vielleicht, oh, ich mache Glutamin. Also, weil das das Problem ist. Nein, du hast einfach eine Überdosis an Glutathion. Also, absolut. Da muss man auf jeden Fall drauf achten. Also, du zerstörst das System hinten und dann musst du irgendwo anders hin und die Systeme sind dazu da, wirklich richtig zu funktionieren. Und das wird vielleicht als primäres Mechanismus genutzt, vielleicht für extra dann zunehmen, also es bringt dich zum Zunehmen oder die Homöostase wird ausbalanciert, wenn du zu viel auf einem Bereich arbeitest. Aber wenn du den Körper immer überdosierst, dann werden die Systeme durcheinander gemacht. Und das machen wir, Jillian Schinner hat, wenn wir so viele Nahrungsergänzungsmittel hat, weil diese Leute denken, ja, das funktioniert nicht. Und dass ich mich schlecht fühle, dann suchen die Leute nach der nächsten besten Sache. Also das Problem ist, dass wir wirklich voll sind mit Toxinen. Wir haben nicht genügend Flüssigkeit im Körper und unser Körper bettelt einfach, dass man richtig ernährt wird und genügend zum Trinken bekommt. Und das können wir zum unseren Biowissenschaftlerin zurückbringen, wenn man Relief Greens nimmt. Und wenn du, Christina hat das auch gemacht in unterschiedlichen Gesprächen bei Root2, wenn du die Inhaltsstoffe in Relief Greens anschaust und die Aminosäureprofile und anschaust, was da drinnen ist, all diese Komponenten, die essentiellen Fettsäuren, die Aminosäuren, Inhalt. Du hast sämtliche Tools und natürliche Quellen, um um Glutathion zu produzieren. Ja, genau. Also du ernährst den Körper, bekommst die Nährstoffe und Treibstoff, die es braucht, um dann verstoffwechseln zu können und Glutathionfunktion herzustellen. Wenn du angefangen hast, Quecksilber, Blei, Aluminium und andere Schwermetalle zu beseitigen, die den Stoffwechsel stören und den Entgiftungsprozess stören. Und gleichzeitig, wenn du dich um deinen Darm kümmerst, deinen Darm restaurierst, wird simultan gleichzeitig die richtige Produktion von Dopamin und Serotonin wiederhergestellt, weil das ist der Teil. Und ich denke, das ist so schwierig, weil wir spielen jetzt auf der PhD-Ebene und wir versuchen, Kindergartenkindern zu schulen. Also sie hat Dinge gemacht, nicht, dass jeder hier im Kindergarten wäre, also die möchte nicht falsch rüberkommen, aber sie funktioniert auf einer Ebene, wo man wissenschaftlich das noch nie unterwegs war. Sie ist buchstäblich auf der PhD-Ebene unterwegs und wir sind noch immer in der Hauptschule. Also ich denke, wir verstehen noch immer nicht das Konzept, worüber wir eigentlich reden. Sie ist buchstäblich, sie leitet die österreichischen Philharmoniker eigentlich. Und wie wir das dann, also
Wir versuchen Leuten zu erklären, nein, du hast eine Biowissenschaftlerin, die weiß diese Dinge, Relief Greens ist dazu da und dazu da, der Kombination von Clean Slate oder Clean Spirits wegen den Entgiftungseigenschaften. Aber das Wichtigste für den Stoffwechsel, für den richtigen Stoffwechsel von Glutathion, geht zurück auf diesen einen Teil, was du schon besprochen hast, Ortokieselsäure, das ist der Triggermechanismus, das ist der Beschleuniger, dass es erlaubt, all diese Dinge zu kreieren, ohne mit diesem Mikrochip, diesem Upgrade, diesem Silikat, nichts könnte richtig funktionieren, passieren. Aber du hast gesagt, dass du Keto machst. Ist es möglich, dass es Unternehmen gibt, die unterschiedliche Salze verkaufen, dass Leute in Ketosis kommen, Ketose kommen? Und du hast ja auch Darmkrebs. Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn du diese Dinge konsistent machst und exzessiv, dass du Dysbiose in deinem Darm kreierst, dass du dann Krebs haben kannst wegen diesen Dingen, weil du so viel da reinbringst, dass der Körper so durcheinander ist, dass er nicht weiß, was er zu tun hat? Ja, das ist Krebs. Es ist eine mutierte DNA-Replikation, dass es sich replizieren kann jedes Mal, weil die Epigenetik versucht, es zu modifizieren, basierend auf dem, was du isst, deine Aktivität, wie viel du dich bewegst. Und also es versucht mathematisch die Zellen anzupassen, was auch immer es möchte, egal ob du rauchst oder zu viel Salz nimmst oder was du isst. Ja, du kannst so Krebs bekommen. Ja, absolut. Also ich möchte nur kurz Pause machen, dass man jeder da ein bisschen nachdenken kann wegen den Unternehmen, die das pitchen und verkaufen zu wollen und verkaufen wollen. Also das ist ein Mechanismus, was einfach Leute sterben lässt in den letzten Jahren, weil sie nicht verstehen, was sie verkaufen. Du hast unterschiedliche Botschaften, wo Leute wirklich Geld verdienen wollen, einfach und nicht unsere Existenz korrigieren wollen. Also, das ist der Bereich, wo ich selber viel lernen muss und Social Media, was man da machen kann. Also, ich habe nicht viele Follower, circa 2000, das ist mehr als ich, ich habe 6. Aber, also, schick mir den Link nochmal oder schick nochmal den YouTube-Link. Also ich habe Jillian Jenner gestern Abend geschrieben, dass ich, das war eine der Dinge, was bei mir, das ich gut gemacht habe, glaube ich, beim Unternehmen vorher, wo ich gearbeitet habe. Die wollten immer, sollen wir das, dieses Medikament so oder so verkaufen? Also ich habe das sehr gerne bei der Basis angefangen, weil das sind abstrakte Dinge, die wir einfach bei den Studien, dass man das zusammenstellt und dann Entscheidungen trifft. Wie sagt man es, wenn man beim Buch hinten liest, okay, ich habe es verstanden, das ganze Story. Also irgendwie wie gesagt, man hat nicht die ganzen Faktoren gesehen und alles, also deswegen versuche ich diese Tools zu nutzen, damit Leute verstehen, was Nanotechnologie bedeutet und dass man keine Angst davon hat, dass man versteht, dass das, auch wenn Leute das für Böses genutzt haben, wir haben jemanden, das ist für das Gute nutzt und wir das nutzen können. Also, das ist für mich wirklich eine Erleuchtung und dass ich mehr darüber lerne jetzt und die Mängel, das wir auch gesprochen, Dysfunktionen und Browning, was wir vorher angesprochen haben, das sieht man jetzt, dass man viel besser eine Nano-Mikrodosis-Art zum Nutzen. Wir haben diese Wahrheit, aber wie wir das nutzen, ist entscheidend. Wir wissen, dass wir Mängel haben in diesen Bereichen, aber wir haben nicht gewusst, wie wir diese Mängel korrigieren können. Aber jetzt wissen wir es. Basierend von der Beseitigung von Schwermetallen und dass wir das Biohacking stapeln und einfach die Symphonie wieder in den Körper bringen. Also wir haben dieses Licht,
was so teilweise mit Medizin, aber jetzt bekommen sie ja ein ganzheitliches Licht, wie ich das nenne, wenn es um Dr. Christine Rahm geht. Also ich versuche wirklich es irgendwie richtigen Leuten zu artikulieren, damit sie es sehen können und dem auch vertrauen können natürlich. Und das ist der Begriff, was du genutzt hast vorher, das ist das Wichtigste, glaube ich. Zurück zum Buch und Film, wenn du den Vorschau gesehen hast und dann hast du den ganzen Film schon gesehen. Einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Ein höheres Lernen, weil wenn du, also Higher Learning, den Film, das wurde vor 30 Jahren gemacht. Einer meiner Lieblingsfilme. Es geht über den Chaos in unserer Gesellschaft, aber die letzte Szene im gesamten Film, ein Wort, und das ist das stärkste Resonanz, was man kann. Ich muss das heute Abend noch anschauen mit Coco D, weil Christina nicht hier ist. Ich kann meine eigenen Filme heute schauen, glaube ich. Es ist ein Wort. Unlearn, also vergesse, was du gelernt hast. Und das hast du auch angesprochen. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Teile, die wir als Gesellschaft machen müssen, weil so viele Leute verstehen, ich werde dich dann Spotlight dann verändern, damit wir hergehen können. Damit das wirklich das wichtigste Komponent ist, wenn du glaubst, dass wir in der Matrix leben. Und wir leben in der Matrix. Das bedeutet, dass alles, was du weißt vor diesem Punkt, musst du vergessen und loslassen, weil es eine Lüge war. Alles. Wisst ihr, wie schwer das ist? Könnt ihr euch erinnern an die Botschaft in der Dokumentation mit Neo und wisst ihr, was Neo finden musste, damit er aufgeklärt werden konnte? War das Trinity vielleicht? Oh, aber er hat alles loslassen müssen. Und der einen vertrauen müssen. Versteht ihr es jetzt? Seht ihr es jetzt? Weil ich sag's euch, diejenigen, die Dinge in der Dunkelheit und die Elite, die wissen, wer sie ist, wisst ihr, wie viele Leute mit unterschiedlichen Events gesehen haben und sagen, du bist nicht von hier, wir wissen, wer du bist. Und ich rede nicht über irgendwelche Leute, die sind nicht verbunden miteinander. Weltweit. Berühmtheiten, Elite, Leute wie wir, die haben gesagt, du bist nicht von hier. Und wenn du beginnst zu verstehen, Joe Rogan hat ein fantastisches Interview mit Cat Williams gemacht auf seinem Podcast, man hat gewusst, dass Cat Williams so belesen ist. Er hat über mehrere Tablets und die Forschungen geredet. Er hat 3000 Bücher gelesen, bis er 12 war. Er hat 20 Bücher alle 3 Tage gelesen, als er 8 war. Könnt ihr euch erinnern, zwischen 8 und 12, dass du 20 Bücher alle 3 Tage lesen und nur 20 Bücher, weil das war das Maximum, was du von der Bücherei mitnehmen konntest. Also wenn du auf Spotify nimmst und die Interviews mit Cat Williams und Joe Rogans Podcast, also wenn ihr das Video und das Interview anschaut, dann werde ich das für meine Socials zeigen. Wenn ihr zu ihm zuhört, was er über er redet und die Ebene vom Wissen, was er hat, dann wirst du sagen, oh mein Gott, weil er wird als Elite angesehen, weil er Millionen und Millionen verdient hat. Und er wird in unterschiedliche Clubs eingeladen, wo die meisten Leute nicht reinkommen. Und ja, ich wurde auch zu einigen eingeladen und einer ist oppositionell. Und ich bin nicht Teil des Clubs. Wisst ihr, was ich da machen würde, wenn sie mich in so einen Club lassen würden? Aber wisst ihr, wieso sie
wollen mich und sie in diesen Clubs haben wollen, weil unabhängig von Geld, Macht und Einfluss und Kontrolle die eine Sache, was wichtig ist, die sie wollen, die alle wollen, die du nicht bekommen kannst, ohne es richtig zu machen. Langlebigkeit. Also Langlebigkeit. Das ist das Einzige, was sie wollen und wisst ihr, was sie nicht haben? Und ihr müsst Steve Jobs auf Social Media schicken und fragen, wie es ihm geht. Ich glaube nicht, dass er antworten wird. Und gibt ihm eine schickende Nachricht. Er wird also Geld, Einfluss, Influence und Kontrolle bedeutet nichts, wenn du nicht Langlebigkeit habt. Sie wissen es wegen der Möglichkeit, dass sie nachforschen können, weil sie wissen, was sie machen kann, weil sie wissen, dass sie nicht von hier ist. Sie verstehen, weil sie meistens das sehen können. Man sieht, dass sie strahlt. Sie ist nicht so wie wir. Sie macht nicht diese Dinge, die wir machen. Sie hat Dinge gemacht, die noch nie gemacht wurden vorher. Sie hat Patente mit Dingen, das nicht mal kreiert wurden. Habt ihr den ersten Patent schon gesehen, gelesen? Da waren 168 Angriffe und sie habt eine Stabilisation von Hydrogen-Treibstoff. Wisst ihr, dass hier das Mechanismus, was sie nutzt für Clean Slate, hat die Möglichkeit, Hydrogen zu binden und im Netzwerk zu verteilen? Und wisst ihr, wenn ihr Relief Greens nehmt, Magnesium und die Vorteile von Restore, Clean Slate erlaubt dem Körper, molekulare Hydrogen zu produzieren, wie es sein sollte, basierend auf dem Magnesium-Aminosäureprofil und Magnesium. Das bedeutet, wenn du Clean Slate nimmst und Greens, Magnesium und Greens erlauben deinem Magen, molekulares Hydrogen richtig zu produzieren, aber die Fragmente in Clean Slate binden es und verteilen das Hydrogen besser im Blutkreislauf im Körper. Habe ich das jetzt bereits erklärt, als jemand gefragt hat? Ja, das habe ich gemacht, weil das machen wir. Mic drop. Fadwa, ich kann dich nicht hören. Du musst wieder. Ich habe nur gesagt, wow. Das habe ich auch nicht gewusst. Was? Das ist fantastisch. Auch Coco ist schon begeistert. Ich sagte, hey, das war richtig gut. Das machen wir. Und molekulare Hydrogen-Wasserbälle, die sind sehr populär. Weil Gary Brecker bei Joe Rogan darüber gesprochen hat, okay, er wird bald hier sein. Also all MLM-Shit, was Leute Deutschland die Leute reden, Typen, das ja, lass das mal. Ich habe das schon. Also, du kannst Joe Rogan und Gary Becker Interview nutzen. Warte mal, möchtest du wissen, wie verrückt eine Auszeit ist? Du wirst in der Lage sein, all die Interviews zu nutzen, die Gary Becker macht über Hydrogenwasser und die Interviews, die er gemacht hat. Und du kannst es einfach eine Auszeit stecken, Social Media promoten und sämtliches organisches Traffic von der Suche zu deiner Website bringen. Und Kunden dadurch bekommen. Weil das machen wir. Wenn ihr etwas findet, was ihr mögt, dann fragt. Und wenn ihr etwas anderes findet, oh, das ist eine großartige Möglichkeit, bringt es zu mir, sendet mir E-Mails, clayton@rootbrands.com. Ihr wisst, wir WhatsApp, also überall eigentlich. Wir können darüber reden. Ist überhaupt kein Thema. Ihr könnt es mir schicken. Wenn ihr also Dinge findet, das gut wäre für die Community, gibt es mir, weil unser Ziel ist, das habe ich die letzte Frage, als wir beim Aussehen waren. Jemand hat gefragt, was meine Philosophie für dieses Jahr war. Einfach TGD. Was ist das? Totale globale Dominanz. Wir machen Sachen besser wie alle anderen bevor. Also, wenn wir etwas finden, was vorteilhaft sein wird, entweder finden wir heraus, wie man es besser macht, zum Beispiel Kaffee. Aber wenn wir es nicht machen können, dann gibt es ein Unternehmen, das in der Lage ist, etwas zu kreieren,
was vorteilhaft wäre für unsere Community, wie diese hydrogenen Wasserbälle. Es gibt ein einziges, was effektiv und vorteilhaft bewiesenermaßen ist. Dann muss ich den Eigentümer anrufen, den Typ, der die Wissenschaft von letzten 2 Jahren, den Paul, angerufen, der das gemacht hat. Und er hat gesagt, ja, wieso ist es so vorteilhaft? Weil sämtliche Unternehmen verkaufen Nahrungsergänzungsmittel Hydrogen, es ist Müll. Sie verkaufen schlechtes Magnesium. Nur damit ihr wisst, wenn ihr das Etikett anschaut, das ist schlechtes Magnesium, weil Magnesium in deinem Magen bindet eigentlich Sauerstoff, Oxygen von Sauerstoff vom Wassermolekül und überlässt H2. Da ist ein molekularer Wege, um molekuläres Hydrogen zu kreieren. Du kannst es mit Fatwa besprechen. Ich würde sagen, dass das korrekt ist. Also dann habe ich ihm eine einfache Frage gestellt. Wieso braucht man molekuläres Hydrogen? Weil seine Antwort war, er ist Arzt und Naturopath. Naja, Leute haben Darmprobleme. Und Dysbiose im Darm. Okay, das ist durch Glyphosat und andere Dinge verursacht. Habe ich ihm eine zweite Frage gestellt. Molekuläres Hydrogen, wenn du Wasser trinkst, hilft deinem Darm zu heilen nach einer Weile. Okay. Dann nächste Frage. Was ist, wenn du die Schwermetalle in Glyphosat beseitigen kannst, Nährstoffe geben kannst, damit du Leaky Gut schließen kannst und richtiges Biose erschaffen kannst in einem gesunden Darm? Und dann molekuläres Hydrogen, dann was wird dann passieren? Ja, Leute werden dann durchdrehen, da können wir Freunde sein, weil den ersten Teil haben wir schon gelöst, Trinität und Relief Greens, das haben wir erledigt. Dann können wir etwas noch hinzufügen als Tool, weil es schöne Bläschen macht. Okay. Okay, fertig. Das machen wir. Dazu habt ihr Zugriff. Wie einer meiner Lieblingsmedia-Quellen sagen würde, danke, Dave Chattel. Unsere Lives sind dope und wir machen Dope-Shit. Wir machen viel Blödsinn. Das machen wir. Da habt ihr Zugriff und das habt ihr in euren Händen und das sind die Tools, für die ihr verantwortlich seid zum Teilen. Und wenn ihr es teilt, hoffentlich hört ihr Dr. Fadwa zu und Drew und Nicole werden dann in der Minute etwas machen, das ausschneiden, damit Dr. Fadwa das fantastisch gemacht hat. Ich beneide dich, du hast super. Wir müssen einen Podcast zusammen machen. Okay. Also, wir werden einen Podcast machen müssen, weil du bist fantastisch. Und ich liebe es, mit dir zu reden, weil wir so viele unterschiedliche Sachen ansprechen können, weil du verstehst Pharmakologie und dass ich nichts verstehe, aber das passt gut zusammen. Das ist Öl und Essig. Naja, das ist sehr gut. So kann man sehr gutes Salatdressing machen. Ein bisschen Green Spirits dazu. Alle drei dabei. Und dann haben wir euch gerade den Schlüssel zu einem fantastischen Aspekt, wie man Green Spirits, die ganze Linie erlebt, macht Salatdressing damit. Knoblauch, das nicht zu stark ist, mit ein bisschen Öl, ein bisschen Essig. Wow. Fantastisch. Und dann hast du noch Rum Roast mit einem wirklichen Wodka oder Tequila. Also dann kannst du ein fantastisches Espresso Martini machen. Nachdem du einen fantastischen Salat gehabt hast, dann hast du Crush Sculpt. Also du brauchst nicht viel. Und du hast all deine Aminosäuren und weniger Fleisch, weil das sowieso vergiftet ist. Und dann hast du extra noch dazu und da hast du Aminosäurenprofile und du musst nicht viel essen und dein Chlorokontakt wird es einfach senken. Stoffwechselfunktion geht besser und da kannst du auch immer Espresso Martini trinken, wenn du möchtest. Und da fühlst du dich super, weil du Green Spirits noch hinzufügst, dann dank dir deine Leber. Also danke und gute Nacht. Wir haben live wieder flüssig gemacht. Deswegen haben gesagt, wir sind mega vegan Maiga. Mach dich wieder super. Los geht's. Okay, das war's. Das waren 2 Stunden mehr als genug. Aber wir haben Fatwa-Zeit bekommen. Und du schaust fantastisch aus, nebenbei bemerkt. Also sag das nicht, dass du nicht gut schaust. Du schaust fantastisch aus, genauso wie Claire. Danke. Das stimmt.
Sollen wir Cora jetzt reden lassen? Das ist super. Ein fantastisches Kommentar. Oh. Oh, dann sehe ich. Oh. Scheiße, wir sind live. Okay. Wieso ist das einige so reinschicken? Oh, ich bin hier. Und dann wollen sie wieder weg. Ich weiß nicht. Das kann ich nicht Comedy machen, weil wenn jeder mich dann irgendwie blöd kommt, dann bin ich dort und rede ich blödsinn weiter. Ich werde das irgendwann mal machen. Sie haben ein Open Mic Night in Comedy. Dann werde ich dann hin auf die Bühne und einfach loslegen. Weil ich möchte, dass Leute mich ein bisschen provozieren. Ich bin hier wegen Spaß und das ist das Coolste für Comedy. Hier ist meine Frau. Ich habe gewonnen. Du kannst machen, was du möchtest. Ich habe gewonnen. Das ist mein Leben. Ist fantastisch. Aber gut, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Fatwa war fantastisch. Und Fatwa, du verstehst nicht, was du gerade gemacht hast, aber die Info, was du jetzt gegeben hast, für viele, das wird eine Kaskade kreieren, großartiger, als du das vorstellen kannst. Vielen Dank, das müssen wir öfter machen, weil wir so unterschiedliche Perspektiven haben. Das ist ein Gespräch, wird fantastisch, glaube ich. Also sei bereit, bei kontrolliertem Chaos mitzumachen. Okay, vielen Dank. Danke dir. Aber wie alle das gesagt haben, ist es ein Privileg und eine Ehre und ein Segen, Profis dabei zu haben. Deiner Ebene, die mit uns zusammenarbeiten. Und glaub nicht, dass wir das leicht nehmen und dass wir dieses Investment leicht nehmen, was du machst, genauso wie ihr alle das macht. Also die Leidenschaft, die ihr von mir bekommt oder von Duquesne, und er ist nicht gar unklar, was er sagt. Also er ist abhängig davon, wie seine Mutter reagiert, weil es ganz korrekt. Ich kann nicht so reagieren, wie er reagiert hat, weil meine Frau wäre dann ein bisschen wütend auf mich, weil wenn ich wütend werde auf andere, dann wird sie wütend auf mich, weil das für sie nicht passt. Das ist wirklich schlecht, wenn ich schlechte Leute einfach zerstören möchte, dann möchte sie schlechten Leuten, bösen Leuten, Menschen helfen, weil so ist sie einfach zusammengestellt. Das ist schwierig für sie, weil sie würde wirklich ja, alles abbekommen, nur damit sie sicher sein kann, dass es allen gut geht. Das ist eine gefährliche Eigenschaft, wenn sie eigentlich hier sein sollte, um alle zu heilen. Also, das war's. Glaub nicht, dass jeder von euch nicht von fantastischem Wert wäre. Und wir lieben und respektieren euch für die Entscheidungen und was ihr für was euch für entscheidet. Und wie meine Frau das geschrieben hat und mein Lieblingsphilosoph, Philosoph, Philosoph, also dass wir ein imperfektes Teil zu einem perfekten Puzzle sind. Und wenn ihr dann die Tiefe dahinter versteht, dann versteht ihr eigentlich, wieso wir die Bedeutung von jeder einzelnen Person hier verstehen. Glaubt nicht, dass wir das nicht wissen würden, weil so haben wir das Ganze hier aufgebaut. Und damit müssen wir wirklich daran arbeiten, die beste Version von uns selbst zu sein. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen das gemeinsam machen. Wir müssen uns über uns lachen können und manchmal weinen. Wir müssen lieben, wer wir sind und was wir uns um uns herum haben. Und wir haben die Verantwortung, das anderen auch zu geben. Hey, und du wirst auch noch dafür bezahlt. Als auch wenn wir da ein bisschen da was anpassen müssen. Wir werden das schaffen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid am Mittwoch. Also Donnerstag. Ah, es ist Donnerstag. Ich weiß gar nicht, was für einen Tag wir haben. Roland, entschuldige, es ist Donnerstag. Du weißt, in Australien ist es schon Freitag. Also weiß ich nicht, was zu machen soll. Aber na gut. Okay.